Hochwasser. Alarm bei Bad Wildung. Das ganze Orftal ist überschwemmt. Jetzt muss evakuiert werden. Alles nur Übung. Ohne sie geht heute jedoch nichts. Über 100 Freiwillige sind heute Laiendarsteller. Bürger in Not, die vor den Fluten gerettet werden müssen. Angela und Tim sind gleich als nächstes dran. Er ist Rettungssanitäter in Ausbildung, sie Krankenschwester. So eine große Hochwasserübung mit gleich mehreren Hubschraubern, das gab es hier in Nordhessen noch nie. Vor dem Ahrtal konnte ich mir das gar nicht vorstellen, aber mittlerweile mit den ganzen Klimaveränderungen ist, glaube ich, nichts mehr unmöglich. Es ist halt irgendwie ein bisschen näher in den Fokus gerückt, aber es ist noch so weit weg, glaube ich, dass es mich selbst jetzt, glaube ich, nicht so betreffen könnte. Die Gruppe geht nun an ihren Platz. Jetzt heißt es abwarten. Man hat eine gute Aussicht. Also einfach nicht aufstehen, wenn der Hubschrauber kommt und der Rest zeigt sich dann, glaube ich. Überall im Orftal warten so heute Leute auf ihre Rettung. Und sie müssen die 100 Menschen heute finden. Die 6 Rettungshubschrauber von Bundeswehr, Flugwacht und Polizei. Aus dem ganzen Land sind sie gekommen, um gemeinsam das Retten mit der Seilwinde zu üben. Was Sie hier sehen, das ist die Rettungswinde. Und man kann diesen sogenannten Boom der Rettungswinde ausfahren, sodass man dann diesen Haken runterbringen kann. Und das ist der besagte Windenhaken, wo sich die Luftretter und auch die Patienten am Boden einhängen und daran werden sie hochgezogen. Stefan Timmermans ist seit 15 Jahren Rettungspilot bei der Polizei. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor 2 Jahren gehörte er zu den Rettern der ersten Stunde. Als Straßen zerstört waren und nichts mehr ging, waren es nur noch die Hubschrauber, die in das Gebiet vordringen konnten. Von überall flogen sie damals nach Rheinland-Pfalz, um so viele Menschen wie möglich aus den Fluten zu evakuieren. Die Masse an Verletzten und Leute, die wir aus zum Teil noch lebensbedrohlicher Lage retten konnten, da kann man sich sehr gut dran erinnern. Da hat man auch ganz konkrete Gesichter und Bilder auch noch im Kopf. Die Flut im Ahrtal hat gezeigt, wie kommunales Krisenmanagement innerhalb von wenigen Stunden zusammenbrechen kann. Der hessische Innenminister beim Kurzbesuch. Er will zeigen, Katastrophenschutz ist in Hessen Chefsache. Das Klein-Klein von Zuständigkeiten wie im Ahrtal soll es hier nicht geben. Wir sind insgesamt im Katastrophenschutz gut aufgestellt. Wir haben viele ehrenamtliche Kräfte in unserem Land, Hilfsorganisationen, die sehr leistungsfähig sind. Wir haben die Feuerwehren Land auf Land ab, die im Katastrophenfall mit eingreifen. Also insgesamt so in der Größenordnung 80.000 ehrenamtliche Kräfte, die im Zweifel die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land gewährleisten können. Evakuierung in Hunsdorf. Tim und Angela wurden von den Piloten gefunden und werden nun zu einer Sammelstelle gebracht. Eine Katastrophe wie im Ahrtal wünscht sich niemand. Doch seit heute ist man hier, auch in Nordhessen, ein bisschen besser vorbereitet.